Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Wer war? Was war das? Mutter Miranda? Mama? Ja. So, habe ich eigentlich das auch schon komplett durch? Nicht, dass ich was übersehen hätte oder so. Am Ende ärgere ich mich, dass ich das irgendwie nicht habe, aber ich glaube, hier war nichts mehr. Nee, hier war nichts mehr. So. Ein großes Nix, natürlich. Es macht auch Sinn. Es macht halt auch wieder Sinn. Ja, jetzt hier rüber. So. Ach, die alte schon wieder. Der Tod. Hm? Ja. Der Tod findet sie alle. Die mit ihren Totenköpfen. Bist du jetzt fertig, Alter? Der Tod findet sie alle. Er ist alle. So, nee, da war ich ja schon drin. Oh, scheiße. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Ach, hier. So, untersuchen. Was? Ah. Schmal, ich brauche das Teil. Muss man das auf einen Millimeter machen? Einmal? Ah, Sesam, öffne dich! Nur Blut und Tod. Na dann. Na dann. Blut und Tod. Hey, kann man hier irgendwas machen? Kann ich hier auch eine Runde schwimmen? Hier irgendwas zu finden? Nee. Das Kabel irgendwie... Nee, scheinbar nicht. Ach, ich dachte, das wäre irgendwie so ein kleines Easter Egg oder sowas, dass man da was machen könnte. Aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Und rein in die gute Stube! Rein in die gute Stube. Rein in die gute Stube. Schicker Weinkeller. Sieh an, sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Ha, 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 ha
auf zu jammern. Wir sind fast da. Kann man jetzt sagen, der hat mich abgeschleppt? Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlass den Sterblichen dem Haus Dimitrescu und ich verspreche euch, dass meine Mädchen Lass mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschweißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du bekommst, Ethan Winters. Los geht's! Nein, stopp! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Tschüss! So. Lauf! Verfluchter Mist! Gut! Lauf! Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Warum? Warum? Ich will das nicht! Nicht gut. Gar nicht gut. Shit! Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Und sie wollte sich nicht zerstören. Und jetzt wird es Au! Zeit für das blutige Finale dieser ich habe jetzt gerade, ja, versucht, vielleicht kann man die Kiste zerstören, aber es ging irgendwie nicht, ja. Aber die Kleine in dem Brautkleid, die ist irgendwie total putzig. Finde ich schon ganz schnuckelig. Aha. Verfluchter Mist! Von vorne beginnen. Ja, gut. Lauf um dein Leben!
Okay, neuer Versuch, neues Trick. Jetzt weiß ich, die Kiste ist scheiße. Hier, so. Oh Mann. Oh, tschüss. Weiter so, Ethan. Was ist das? Du lebst noch? Beeindruckend. Ja. Oh, shit. Ich darf mich nicht zu lange irgendwo aufhalten. Beachtlich. Die Geschichten über dich sind also wahr. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Hä? Geht doch nicht über... Aber wie? Wie soll ich denn das machen? Ich komme runter, dann kommen sofort die scheiß Teile. Habe ich irgendwie eine Lücke übersehen? Kann das sein? Also ich kann die Kiste nicht zerstören? Ach, ja, toll. Oh, die haben ja von hinten. Was los? Vermisst. Ja, ist ja gut. Gut so. Lauf um dein Leben. Ah, ich darf nicht stehen bleiben, Idiot. Weiter so, Ethan. Kann ich hier irgendwas anderes machen? Das muss ich wirklich. Ja, ich muss wahrscheinlich darunter. Das ist random, dementsprechend. Du lebst noch? Wie viel Zeit habe ich in diesem scheiß Raum? Oh shit. Wahrscheinlich nicht viel. Ist hier irgendwas noch? Ist hier irgendwas, was man noch nehmen kann? Nein. Shit! Das ist nett. Beachtlich. Oh. Die Geschichten über dich sind also wahr. Da geht's ja auch noch unten. Okay. Kann ich da wieder zurück? Ich muss mir den Raum noch mal angucken. Also, sobald ich hier runterspringe, ist vorbei. Es gibt doch gar keine Möglichkeit irgendwie. Ich kann hier auch keine Kiste zerstören. Ich kann hier nichts machen. Ich habe kein Messer. Ich habe ja nichts. Ich habe nichts. Ich sehe jetzt hier auch keine Nische oder sowas. Also nichts, wo man sich irgendwie drin verstecken könnte, dass die Teile irgendwie vorbeigehen. Boah. Ich versuch's jetzt mal nochmal mit. Irgendwie mit Rennen oder vielleicht Kiste. Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser Kampf. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Was ist denn das für ein Mist?
Alter, ja, sie sind tot. Also ist... Sobald du unten bist, bumm, kommt das Ding und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Es zerstört die Kisten. Ja, ja, das ist alles ganz recht und schön, aber, aber du musst doch... Also, ich habe jetzt geschaut, es gibt keine Nische. Es gibt keine Nische. Wie soll ich denn das schaffen? Du musst doch irgendwo ein Loch geben, wo du dich verstecken kannst, sonst hast du ja gar keine Chance. Du kannst nicht drüber hüpfen, du kannst... hä? Kapier ich nicht. Verfluchter Mist! Das kapier ich nicht. Gut so. Lauf um dein Leben. Ich werde doch jetzt nicht an dem Scheiß hier hängen, oder? Weiter so, Ethan. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe? Das bringt auch nichts. Ich muss so gehen, das ist Nein! Ich hab doch kein Loch irgendwo in die Verdeckung. Ich kapier's nicht. Nochmal gucken. Irgendeine Möglichkeit muss geben. Die Kisten sind wurscht. Nicht zerstören kann. Ja, ist ja gut, jetzt schau nicht so viel zur Decke. Steh auf. Shit! Beachtlich! Die Geschichten über dich sind also wahr. So. Also nochmal zum Mitschreiben. Es gibt hier aber auch nichts, wo du dich hinlegen kannst. Die Teile kommen ja genau runter. Ich kapier's nicht. Oh, da ist eine Nische. Aha, okay, gut. Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Oh, so, irgendwas muss es geben. Jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Das war knapp. Hey, ich hab's geschafft. Wow. Vielleicht Rose? So, erstmal da was mitnehmen. Das mitnehmen. So, ich hab meinen Handschellen schon mal los. Uiuiui, kann man irgendwo speichern? Das wäre super. Alter. Ich glaube nicht, dass das. Achso, nee, das war hier auch schon mal so komische Spielchen wahrscheinlich. Ja. Gehen wir mal weiter hier. Ja. Tür auf! Lass mich rein. Jetzt sind wir wieder in dem Weinkeller. Okay. Da sind wir jetzt wieder. Bin ich jetzt da wieder zurück oder kann ich hier wieder den Hebel drücken? Es geht. So. Ja, wir haben es doch mal geschafft. Lange ist her, aber. Lange ist her. Lang hat's gedauert, meinte ich. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier?
Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Aha. Okay. Ah, ja, ja. Ja, ja, bitte ja. Sieh dir meine Shop. Neuen Waren an. Kenn ich? Kenn ich. So, was haben wir denn? Waren, Werkstatt, Ankauf. Werkstatt, was kann man im Werkstatt machen? Ah, okay, kann ich Waffen verbessern? So, Feuerkraft. Feuerrate. Dazu fehlt es dir am nötigen Kleingeld. Ach so, ja. Schade. Da war das erste wohl schon zu teuer. So, was haben wir denn hier noch Hübsches? Was ausverkauft? Warum? Boah, 3000, ey. Also, der hat ja auch Preise, ey. Boah. Oh, Munition. Best League. Hä? Ach so. Der Preis wie pro Kugel oder was? Gerne. Noch etwas? Naja, nimm mal zwei Kugeln. Noch etwas? Nee, ich bin eigentlich. Ich bin arm wie die Kirchenmaus. Aber bei den Preisen, Alter. Für 1000 könnte ich mir noch ein bisschen Schrot kaufen, ne? Vorrätig 5. Eine interessante Wahl. Ja, wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ah, was kann ich hier? Arzneimittel und Blablabla holen. Schönen Tag. Jo. Dankeschön. Achso. Okay. Das heißt... Was habe ich jetzt gekauft? Ah ja. Okay. Erstmal nachladen. Das ist echt der Preis. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich total sinnlos irgendwie Geld ausgegeben. Wahrscheinlich sinnlos ausgegeben. Okay, ist weg. Tür auf! So! Wo bin ich? Könnte Rose hier sein?